Mein Name ist David Behre, ich bin 32 Jahre alt. Vor 12 Jahren veränderte ein dramatischer Unfall mein Leben für immer. Ich war am 8. September 2007 mit meinem Fahrrad unterwegs. Ich wollte über einen Bahnübergang fahren. Die Schranken waren geöffnet und ich bin gerade übers erste Gleis gefahren. Da kam ein Zug von rechts, der hat mich erwischt. Ich hing wohl irgendwie für 100 Meter mit meinem Fahrrad an der Lok, habe die Kraft verloren, bin abgerutscht. Der rechte Fuß ist unter das Lokrad gekommen, 20 Meter weiter dann der linke. Der Zugführer hat nichts gemerkt, es gab keine Zeugen. Ich habe es irgendwie geschafft, mich in ein Dorngebüsch zu retten. Ich wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Duisburg geflogen und dort notoperiert. Ich habe am Bahndamm bei dem Unfall sehr, sehr viel Blut verloren und habe dann auch Blutkonserven bekommen. Und dieses Blut hat mir letztendlich dann auch mein Leben gerettet. Sport war immer ganz, ganz wichtig für mich. Ich bin 10 Jahre lang Motocross gefahren und das ging nicht mehr, ja, das wusste ich. Ich habe aber nach dem Unfall im Krankenhaus noch eine Doku gesehen über einen südafrikanischen Sprinter, dem beide Unterschenkel auch fehlen. Und in diesem Beitrag war zu sehen, dass er nicht gehandicapte, ganz normale Leichtathleten über 200 Meter schlägt. Der hat diesen Lauf gewonnen und das war für mich pure Motivation und Inspiration. Ab diesem Moment habe ich gesagt, nee, ich brauche auch so Spezialprothesen. Ich werde jetzt Sprinter. Heute bin ich Profisportler und bereite mich gerade aktuell auf die nächsten Paralympics in Tokio vor. Liebe Leute, tagtäglich verunfallen so, so viele Menschen und sind auf Blut bei einer OP angewiesen. Bitte spendet Blut, dass wir genügend Blutreserven in allen Krankenhäusern haben. Auch nach dramatischen Ereignissen kann ein Leben weitergehen. Es gibt immer einen Plan B, also lebt euren Traum.